Hallo zusammen, heute gibt es aus gegebenem Anlass mal wieder ein kurzes Video zwischen Reihen, ein Artenporträt über eine wunderschöne Bläulingsart. Wie bin ich auf die gestoßen? Ich habe heute ein neues Gebiet ausprobiert. Hier war ich schon mal im Herbst und im Sommer. Nein, im Sommer nicht, im Winter. Und habe mir schon gedacht, das könnte hier ganz interessant sein. Dass es so interessant wird, hätte ich nicht gedacht und bin eigentlich durch Zufall auf den Bläuling gestoßen. Und zwar habe ich hier einen größeren schwarzen Schmetterling fliegen sehen mit weißem Rand, aber eben nicht Saum wie beim Trauermantel, sondern weiter nach innen versetzt und habe mir schon gedacht, das könnte irgendwie sowas werden wie ein Waldportier oder vielleicht ein großer Schillerfalter. Und habe einfach gewartet an der Stelle und gegenüber blühten Ackerkratzdisteln. Und da leuchtete es auf einmal glänzend orange heraus. Und meine Hoffnung hat sich dann bestätigt. Ein Dukatenfalter, um den geht es also auch in dem Video. Eine Bläulingsart, die auch in meiner Region früher nicht unbedingt selten war, aber schon lange ausgestorben ist, komplett fast. Ich weiß nicht, ob es noch einzelne Exemplare gibt. Ich habe in den letzten 10 Jahren nie einen gesehen. Aber hier 25 Kilometer weiter einige. Und die zeige ich euch jetzt mal. Und zu erkennen sind die eigentlich ganz einfach. Seht selbst. Viel Spaß damit. Hier sieht man die Stelle mit den Ackerkratzdisteln. Und man sieht schon, hier ist ganz schön was los und es gibt auch eine ganz erstaunliche Artenvielfalt hier. Wer meine Arbeitsweise schon kennt, der weiß, dass ich hier einfach Position beziehe und stationär warte. Ich gehe also nicht den Schmetterlingen hinterher, sondern lasse sie kommen. Die Kamera steht so, dass mehrere Blüten erreichbar sind durch Drehen und einige haben ein sehr schönes Bouquet, bei anderen ist es nicht ganz so schön, lässt sich in so einem Fall nicht vermeiden, beim Filmen mag man eh Action zeigen. Einige Fotos zeige ich dann im Anschluss auch noch mit den Daten. So, und jetzt zu unserem Kandidaten. Der ist unverkennbar. Wenn man die Flügelunterseite sieht mit den Punkten und diesen kleinen weißen Wischen drin, da ist eigentlich schon alles klar. Aber bei diesem Schmetterling würde allein schon die Flügeloberseite genügen. Diese leuchtende, orange, intensive orange Färbung ohne jegliche Zeichnung. Und nur dieser schwarze Saum am Rand und ganz am Ende noch ein bisschen weiß, das ist unverkennbar für den Dukatenfalter. Nicht alle Bläulingsarten lassen sich so leicht bestimmen, aber bei ihm geht's wirklich ganz leicht.
ja, das war's wieder für heute. Danke für euer Interesse, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.